Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe von Andis Kinoblog. Heute möchte ich euch zwei Blu-rays vorstellen, die ich seit heute neu in meinem Sortiment habe. Es handelt sich hierbei um die Steelbook-Version von Hellraiser 1 bis 3. Und dann habe ich noch eine Neuveröffentlichung, die auch heute komplett auf dem Markt erschienen ist. Und zwar handelt es sich hierbei um die 3D-Version von Bait 3D, Haie im Supermarkt. Ja, die beiden möchte ich natürlich unboxen und ich möchte euch natürlich jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Und würde ich sagen, hauen wir direkt rein mit dem Unboxing. Viel Spaß dabei! Ja, ich habe mal wieder für euch die beiden Filme hier aufgebaut bzw. hingelegt. Und wie ich schon sagte, natürlich ist der Hellraiser 1 bis 3 schon etwas länger auf dem Markt. Aber ich habe mich jetzt erstmal dazu entschlossen, diese Steelbook-Version zu kaufen. Es gibt da natürlich unzählige Varianten von DVDs, Cut, Uncut, Red Edition und so weiter und so fort. Allerdings muss ich dabei sagen, habe ich mich jetzt aufgrund des Preises und aufgrund von einem Gutschein, den ich noch bei Cyber Pirates habe, dazu entschieden, dieses Steelbook zu holen, weil man mir auch nahegelegt hat, Hellraiser 1 bis 3 wären mit eins der besten Filme. Es gibt insgesamt, glaube ich, 6 Teile. 4, 5 wäre nicht so gut, 6 wäre wieder besser und deswegen habe ich mir jetzt erstmal Teil 1 bis 3 gekauft und die werde ich mir natürlich jetzt, beziehungsweise ich habe ja natürlich schon mal reingeschaut, um einfach mal kurz zu sagen, wie es Bild, Tonqualität ist und so weiter und so fort. Ja, Hellraiser war immer so eine Sache, wo ich eigentlich sagen wollte, wollte ich nie gucken, weil mich das nie interessiert hat. Aber jetzt hat natürlich der eine oder andere schon das Thema Hellraiser bei Hangouts und so angesprochen, wo ich gesagt habe, okay, wenn sie mal so eine schöne Steelbook gibt, dann werde ich mir die natürlich auch holen. Jetzt ist natürlich Geschmack immer so eine Sache, ob dieses Steelbook jetzt wirklich schön ist, das könnt ihr natürlich entscheiden. Und im Endeffekt zählt natürlich das, was drin ist. Ja, und deswegen komme ich auch direkt zu der Einleitung zum Hellraiser. Dieses Steelbook habe ich schon, wie erwähnt, bei der Firma Cyber Pirates mir besorgt und hat jetzt für mich insgesamt komplett 19 Euro gekostet. Normalerweise ist diese etwas teurer mit Versandkosten, aber ich habe noch, wie gesagt, einen Gutschein gehabt. Was mich leider etwas stört bei dieser Steelbook ist, dass wir natürlich hier oben wieder so ein schönes Blu-ray-Logo haben mit diesem Streifen. Ist diesmal kein Papier-Banderole drum oder irgendwas aus Pappe. Nein, hier haben wir komplett das aufgedruckt. Ansonsten sieht soweit die Steelbook ganz gut aus. Kann man nicht meckern. Von der Seite ist sie so. Hier haben wir natürlich das Studio-Kanal-Label noch drauf und Hellraiser 1 bis 3. Und von hinten sieht das gute Stück so aus. Ja, natürlich ist Hellraiser 1, 2 und 3 in der Uncut-Version. So ist es hier klar drauf. Und wir haben hier bei allen drei Versionen eine deutsche DTS 5.1 Spur. Ich mache es ja mal kurz auf, weil ich habe das Innenlabel. Ich mache das ja immer zusammen. Das war jetzt der Zettel, der außen drauf ist. Ihr könnt ja natürlich hier oben sehen, dass wir hier eine 5.1 DTS HD Mastered Audio Spur in Deutsch haben. Und eine, es ist aber auch noch der Originalton drauf. Das wird jetzt hier nicht gezeigt in 2.0. Was mir leider schon aufgefallen ist bei Teil 1, Teil 2 und bei Teil 3, dass während der deutschen Synchro auf einmal mal kurze Passagen in englischer Synchro ist. Was ich aber jetzt leider nicht weiß, ob das jetzt an der deutschen Tonspur liegt, an der neuen, also an der aufbereiteten, oder ob die original deutsche Tonspur auch so ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht weiß der ein oder andere das von euch. Das konnte ich jetzt nicht feststellen. Aber auf Teil 1 konnte ich auf jeden Fall feststellen, dass während der Film in dieser 5.1 DTS-Geschichte hier auf einmal englische Passagen, das sind immer nur so minimale und auch gar nicht so wirklich schlimm, aber dann erschreckt man sich natürlich und denkt, oh, was ist denn hier los, weil es explizit nicht draufsteht. Ja, wir haben natürlich beim ersten Teil noch ein bisschen an Bonusmaterial dabei. Ich muss wirklich sagen, für die damaligen Verhältnisse von 1987, 88 und 92, kann man sagen, dass Bild und Ton wirklich eigentlich für eine Blu-ray sehr gut geworden sind. Ist natürlich
hochskaliert, ganz klar. Sieht aber auf den ersten Blick wirklich gut aus. Ich konnte jetzt so die Szenen, die ich gesehen habe, nicht viel Körnung entdecken oder Bildrauschen. Aber bei solchen alten Filmen bleibt das natürlich nicht aus. Tonqualität ist auch so einigermaßen, auch wenn es DTS 5.1 ist. Trotzdem ist der Sound wirklich in Ordnung und daher von den technischen Sachen kann man hierzu eigentlich nicht wirklich meckern und definitiv sagen, dass es gut ist. Ja, wie ihr hier oben lesen könnt, ist natürlich alles in Uncut. Ich habe aber jetzt schon gehört, dass einige Passagen auch aus Teil 2, da fehlt wohl eine Aufzugsszene, die aber in dem Trailer verwendet worden sind. Und da gibt es natürlich auch noch eine Red Edition und was weiß ich für eine Edition. Das ist mir alles zu viel. Die hier ist jetzt erstmal exklusiv Uncut. Und für die ganz wahnsinnigen Freaks, die jetzt auf diese ganzen anderen Sachen nicht verzichten wollen, falls hier Sachen fehlen sollten, solltet ihr euch bitte auf schnittberichte.com euch das durchlesen, denn da steht sehr, sehr viel durch. Sehr, sehr, sehr viel drin. Der Marco, das Filmgespenst, hat sich mal die Mühe gemacht, mir das mal rauszuschneiden. Aber das war so viel, was da alles so geschnitten ist und hier und da, dass man einfach da den Überblick verliert. Also lest euch das bitte durch und bitte jetzt auch nicht in den Kommentaren. Ja, aber du hast nicht erwähnt, dass da Cut und Uncut. Also, von Cyber Pirates wird diese Version als Uncut deklariert und das kann ich auch dementsprechend nur so wiedergeben. Inwiefern jetzt hier wirklich Uncut oder Cut oder Unrated drin ist, das überlasse ich euch, wie gesagt, selber. Da müsst ihr gucken. Wie gesagt, Teil 1, Teil 2, Teil 3 ist alles in Uncut. Bei Teil 1, Teil 2 und Teil 3 haben wir auch, wie gesagt, eine DTS HD Mastered Audiospur in 5.1. Und wir haben bei Teil 1 eine Laufzeit von 93 Minuten, bei Teil 2 eine Laufzeit von 99 Minuten und bei Teil 3 nochmal eine Laufzeit von 93 Minuten Uncut. Ja, wie gesagt, bei Teil 3 haben wir nicht viele Extras, nur Interview und ein Trailer. Bei Teil 2 haben wir etwas mehr Features und bei Teil 3 haben wir natürlich richtig viele Action auf der Blu-ray und auch sehr viele, sehr viel Bonusmaterial. Ja, kommen wir mal zu der Blu-ray an sich. Hier haben wir natürlich hier noch so ein blödes Beipackzettelchen wieder, ist wieder uninteressant. Und das ganze gute Stück sieht von innen so aus, Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Natürlich haben wir auch einen Innendruck auf der Blu-ray, was mir besonders sehr gut gefällt. Dafür muss ich natürlich erstmal die Exemplare rausholen und das ganze gute Ding sieht auch wirklich cool aus mit dieser abgefuckten, zermatschten Leiche, die da liegt oder dieses Vieh, was sich da rumbewegt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also die Steelbook ist auf jeden Fall ein kleiner Augenschmaus für mich. Sieht wirklich gut aus und ist auch von der Verarbeitung wirklich gut, muss ich sagen. Und ist auch sehr stabil. Also da habe ich schon schlechtere Steelbooks gehabt, die von ihrer Wackelgeschichte, vom Metall her oder von der Verarbeitung wesentlich schlechter waren. Ja, das Ganze natürlich in diesem so aufgerissene, aufgezogenes Hautdesign. Also ich habe mal, wie gesagt, hier reingeguckt und da sind schon ein paar ekelhafte Sachen. Ich kannte den Film bisher noch nicht, werde mir jetzt aber in den nächsten Tagen Hellraiser 1 bis 3 in der Steelbook komplett mal anschauen. Ja, und wenn das natürlich was für euch ist, auf jeden Fall ins Geschäft laufen und gucken, angucken auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu der Neuveröffentlichung von heute. Bait 3D, ein sehr diskutierter Film in den letzten Monaten, war ja im Kino gewesen. Und ich habe ihn nicht im Kino gesehen, habe ihn aber schon vorab auf Blu-ray gesehen und auch in 3D durch die Videothek. Deswegen habe ich ihn mir auch geholt. Wir haben hier bei Bait 3D eine Laufzeit von 93 Minuten. Wir haben nochmal Laufzeit-Bonusmaterial 98 Minuten und eine deutsche DTS HD 5.1 Mastered Audiospur. Beziehungsweise HD 5.1, aber meistens ist das auch Mastered Audio und das Ganze natürlich auch in Deutsch und Englisch. Ja, ansonsten haben wir hier ein bisschen Bonusmaterial wie Making-of-Interviews mit Gast und Crew und Trailer. Leider nicht so viel Bonusmaterial dabei, aber erstens mal 3D-Effekte dieses Films super geil gelungen, kann ich nur sagen. Der Film an sich ist, ja, ich fand ihn, muss ich sagen, wirklich cool. Popcorn-Kino kann man auf jeden Fall angucken. Ist kein schlechter Hai-Film, wer auf Hai-Filme steht. Ich fand ihn auf jeden Fall besser als Piranha 3D, muss ich dabei sagen.
Und diese gute Sharini Vinson, die ist ja noch aus diesem Step Up 3D, glaube ich, bekannt von dem Film. Wie er hier heißt, weiß ich nicht, aber das ist auch hier so ein bekannter Serienstar. Ich glaube von Nip Tuck und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall. Dieser Film hat ganz tolle 3D-Effekte. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch wenn die Story schon ja, mit Haien schon tausendmal ausgelutscht ist, aber trotzdem wird hier eine andere Story praktisch gebracht, mal was ganz was anderes, ein Hai im Supermarkt. Ich möchte jetzt natürlich nicht spoilern, wie das zustande kommt, aber solltet ihr auf jeden Fall die Möglichkeit haben, diesen Film in 3D zu sehen, weil dieser Film wirklich von den 3D-Effekten lebt und auch sein ganzes Charisma raussprüht und auf jeden Fall coole Sache. Der Hai ist natürlich sehr gut animiert, die Special Effects sind wirklich gut gelungen und man sieht nicht wirklich, ob das, also hier steckt wirklich ein bisschen Geld dahinter und es macht auch Spaß und wie gesagt, er war auch im Kino und er hat auch ein bisschen was eingespielt, der Film, aber ja, ich kann nur sagen, auf jeden Fall Daumen hoch, aber das müsst ihr natürlich für euch entscheiden. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist das die 2D-3D-Version. Dieser Film ist natürlich auch abwärtskompatibel. 3D-Blu-Ray, ganz klar. Dafür braucht ihr natürlich eure 3D-Hardware. Ganz klare Sache. Wir haben hier eine ganz normale Armory. Ich habe mir hier vielleicht eine Steelbook gewünscht, aber ist nicht schlimm, dass es jetzt keine gibt. Ansonsten kann ich nur wirklich sagen, cooler Film. Ja, von innen sieht das Ganze sehr mager aus. Wir haben hier lediglich nur ein Bändecover und dann den Film an sich in 3D und natürlich in der 2D-Version. Ja, ja, das war mein Unboxing zu Bait 3D, Haie im Supermarkt und natürlich Hellraiser 1-3 in der Steelbook und gebe damit zurück ins Studio. Ja, herzlich willkommen zurück. Das war natürlich jetzt mein Unboxing von Bait 3D, Haie im Supermarkt und Hellraiser 1-3 in der Uncut-Fassung und das Ganze noch in Steelbook. Ja, mein Fazit für diese beiden Filme, ganz klare Kaufentscheidung, kann man sich absolut holen. Absolut zwei super tolle Filme und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ob ihr natürlich euch diese zwei Filme zulegen werdet oder wollt, liegt natürlich in eurem Ermessen. Und wirklich, man kann hier absolut super Popcorn-Kino haben und diese beiden Filme, beziehungsweise insgesamt sind es ja vier Filme, haben mich wunderbar und super gut unterhalten. Und daher sage ich, klare Kaufentscheidung, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt also. Ja, das war schon wieder von mir. Heute mal, wie gesagt, ein kurzes Unboxing. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und wir sehen uns, wie gesagt, bei meinem nächsten Video. Macht's gut, euer Andi von Andis Kinoblog. Ciao.